Ja, wir können ja vielleicht einleitend sagen, dass dieser gesamte Aktionsplan und auch die dahinterstehende Ideologie letztlich am letzten Sonntag eindrucksvoll abgewählt worden ist. Insbesondere die Jugend hat die Parteien, die das alles tragen, noch mit ganzen 26%, also die Ampel, unterstützt. Und auch die Umfragen zeigen, dass dieser ganze ideologische Firlefanz von der Bevölkerung nicht mitgetragen wird. 86% der Befragten in Deutschland haben laut einer Umfrage Vater, Mutter und Kinder als Grundlage der Gesellschaft angesehen und insofern auch als ein wünschenswertes Lebensmodell. Dieser sogenannte Aktionsplan ist im Grunde ein Aktionsplan für Familienzerstörung. Er fordert unter anderem, gegen LSBTQ-Feindlichkeit in Bildungseinrichtungen vorzugehen, ohne zu definieren, was das eigentlich ist, Feindlichkeit. Also ab wann bin ich LSBTQ-feindlich? Bin ich das vielleicht schon, wenn ich sage, es gibt nur zwei Geschlechter zum Beispiel? Das Ganze wird hochgefährlich, wenn man sich unseren sogenannten Queer-Beauftragten Sven Lehmann anhört, der also quasi jede Kritik an dieser Ideologie als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit abqualifiziert. Dieser Aktionsplan legt unter anderem die Grundlage zur Vierelternschaft, getarnt als sogenannte Verantwortungsgemeinschaft. Das heißt, das kleine Sorgerecht soll durch irgendwelche juristischen Konstruktionen in Zukunft auf bis zu vier Menschen ausgedehnt werden. Er legt die Grundlage für den Wechsel zwischen Vater und Mutter. Das heißt, irgendwann wird der Vater eines Kindes seine Mutter oder umgekehrt. Dies soll alles über Änderungen im Abstammungsrecht herbeigeführt werden. Dieser Aktionsplan ist im hohen Maße kindswohlgefährdend. Er ist letztlich ein Aktionsplan zur Umsetzung der sexuellen Fantasien Erwachsener. Das Wort Kindeswohl kommt in diesem Aktionsplan überhaupt nicht vor. Der sogenannte Aktionsplan ist außerdem eine völlige Abkehr vom biologischen Fakt der Zweigeschlechtlichkeit. Und er schafft die Grundlagen für Männer in Frauenumkleidekabinen und Frauensaunen, für Drag-Queens mit Dildos in Grundschulen und Masturbationsräume in Kindergärten. Er ist auch ein Aktionsplan gegen die Nennung der Wahrheit, denn durch das sogenannte Offenbarungsverbot darf ich in Zukunft einen Mann, der sich für eine Frau hält, nicht mehr als Mann bezeichnen. Wir erleben heute schon in der Realität, das, was noch vor kurzem als Verschwörungstheorie galt, nämlich das Auftreten von eingebildeten Frauen, die in Wahrheit Männer sind, in Frauensaunen, der jüngste Fall in Erlangen, in den sich dann sogar in unrühmlicher Weise die sogenannte Antidiskriminierungsbeauftragte eingemischt hat, zeigt hier eine traurige neue Realität. Und das Ganze will man dann laut diesem Aktionsplan auch noch durch eine Änderung des Grundgesetzes im Artikel 3 manifestieren, und zwar durch die Ergänzung eines Diskriminierungsverbots aufgrund sexueller Identität. Das sind alles Dinge, die müssen aufhorchen lassen, zumal zum Beispiel in Großbritannien man diesem ganzen unwissenschaftlichen Unsinn, der die Kinder- und Jugendgefährdung in ungeahnte Höhen treibt, bereits massiv entgegentritt. Während man in Deutschland noch vom Selbstbestimmungsgesetz faselt, setzt die britische Regierung einen strikten Kurs gegen diesen ideologischen Unsinn um und will das Thema Geschlechtsidentität aus den Schulen ganz verbannen. Und wir setzen dem unsere Forderungen entgegen. Wir sagen ganz eindeutig, unser Entschließungsantrag sagt, wir wollen keine Forderungen dieses Aktionsplans umsetzen. Der Queerbeauftragte ist abzuschaffen, zumal er im Ausschuss auch regelmäßig irgendwelchen Unsinn erzählt und die Wahrheit leugnet. Jegliche Form von LSBTQ-Propaganda, die sich an Kinder richtet, ist aus Netzangeboten und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk etc. herauszunehmen. Wir fordern stattdessen einen nationalen Aktionsplan für Kinder- und familienfreundliche Gesellschaft, mit dem wir folgende Handlungsfelder adressieren. Im Bereich des Rechts fordern wir, dass sämtliche Gesetze, die erlassen werden, auf Familienfreundlichkeit zu prüfen sind. Im Bereich der finanziellen Ausstattung von Familien wollen wir das Familiensplitting einführen. Wir wollen eine Senkung der Mehrwertsteuer für Produkte des Kinder- und Familienbedarfs. Wir wollen eine Verbesserung der Anerkennung der Familien
Zeiten bei der Erziehungszeiten bei der Rente. Wir wollen die Wahlfreiheit stärken, ob Eltern ihre Kinder in staatliche Betreuung geben wollen oder selbst betreuen. Wir wollen eine Kampagne für ein positives Familienbild und dass die Regierung jeder Form der Diskriminierung von traditionellen Familien und Kinderreichen entgegentritt. Und letzten Endes ist Ziel unseres Plans, unseres Aktionsplans, dass Länder, Kommunen und Verbände, also ein großes Gemeinschaftswerk, sich zusammentun und sich für die Stärkung der Familie in Deutschland einsetzen. So viel zu unseren Forderungen. Ich denke, das sind die Forderungen, die auch letzten Endes, wie die letzten Wahlen gezeigt haben, in der Bevölkerung eine Mehrheit hat. Vielen Dank. So. Ein sehr kontroverses, polarisierendes Thema, zu dem die AfD eine klare Positionierung hat. Gibt es Fragen dazu aus dem Kreise der Journalisten? Sprechen Sie bitte mal, dann geht's. Was ist denn ein positives Familienbild, Ihrer Meinung nach? Wir wollen mit unserem positiven Familienbild darstellen, dass es erstmal diese ganzen Relativierungen daneben so nicht in den Vordergrund gestellt wird. Das heißt, die Familie, die von der Mehrheit der Menschen in Deutschland hier laut Umfragen 86% als das Familienbild gefordert und gefördert werden soll, ist die Familie aus Vater, Mutter und Kindern. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch andere Lebensformen und Formen des Zusammenlebens geben kann, aber die Förderung dieses Familienbildes muss im Vordergrund stehen und nicht die Förderung zum Beispiel eines Wechsels der ständigen Geschlechteridentitäten und Ähnliches. Wenn Sie zum Beispiel mal bei TikTok oder sowas reingucken und sich da mal zwei, dreimal einschlägige Videos angeguckt haben, dann wissen Sie sehr genau, was ich damit meine. Hier wird ganz klar zum Beispiel eine queere und geschlechtsidentitätsstörende Propaganda an Kinder und Jugendliche herangetragen und das lehnen wir ab.